Mit dem aktuellen One Piece Kapitel ist es passiert. Kaido wurde besiegt, aber höchstwahrscheinlich nicht umgebracht. Deswegen, was passiert mit Kaido? Kommt er aus dem Loch nochmal raus? Wird er gefangen genommen? Wird er umgebracht? Tötet er sich selber? Was für Option hat Kaido jetzt noch nach diesem Bruch von Ruffy weiter zu existieren in dieser One Piece Welt? Das ist die große Frage. Wie löst Oda das Kaiser-Problem? Das Problem mit Big Mom und Kaido. Deswegen, lasst einen Daumen nach oben da, bewertet das Video und ich würde sagen, wir fangen direkt an. So, meine Freunde, bevor wir jetzt aber erstmal zum Thema des heutigen Videos kommen, stelle ich euch den heutigen Sponsor dieses Videos vor, der wieder mal CyberGhost VPN ist. Und was ist CyberGhost? CyberGhost ist ein VPN-Service, der es euch ermöglicht, anonym und sicher im Internet zu surfen, so dass ihr keine Fußspuren und keine Daten im Internet hinterlasst und selbst bei CyberGhost wird nichts von euch gespeichert. Der beste Nutzen an CyberGhost meiner Meinung nach ist, dass man damit seine Mitgliedschaften wie bei Netflix, Disney+, Amazon Prime und so weiter aufwerten kann. Das bedeutet, ihr nutzt CyberGhost, gebt vor, in einem anderen Land zu sein, und dann habt ihr in diesem jeweiligen Streamingdienst die Filme und Serien, die in diesem Land freigeschaltet sind. Denn es ist ja immer noch so, dass das Angebot nicht überall gleich ist. So könntet ihr zum Beispiel vorgeben, in Japan zu sein und ihr habt zum Beispiel One Piece bei Netflix, was es natürlich im deutschen Netflix nicht gibt. Außerdem hat CyberGhost 38 Millionen Nutzer weltweit, einen 24-Stunden-Kundensupport und eine 45-tägige Geld-Zurück-Garantie. Und man kann mit einem CyberGhost VPN-Abo 7 Endgeräte gleichzeitig schützen. Auf iOS, Android, Windows, Smart TVs, Spielkonsolen, überall. Deswegen checkt den ersten Link in der Videobeschreibung ab, holt euch CyberGhost VPN mit 84% Rabatt, sprich nur 1,94 € im Monat und 4 Monate kostenlos. Vielen Dank CyberGhost für Sponsor dieses Videos und weiter geht's. Erst einmal muss man sagen, Kaido hat jetzt erst bei dem finalen Schlag bei der Monkey God Gun, die Ruffy gegen ihn geschlagen hat, erst da verstanden, dass Ruffy wirklich Joyboy ist. Das war die Erkenntnis. Ob es nun daran lag, dass Ruffy ausgesprochen hat jetzt, dass er eine Welt kreieren will, wo niemand hungern will, es wirkte so, als hätte Kaido diese Worte schon einmal gehört, als hätte er auf diese Worte gewartet oder er wusste, dass Joyboy kommt und diese Worte sagt. Und da wir anhand von Flashbacks wussten, dass Kaido eines Tages irgendwann den Willen verloren hat oder beziehungsweise irgendwann verstanden hat, dass er nicht Joyboy ist, sondern dass Joyboy kommt und ihn besiegen wird, das war ja die Prophezeiung und das wusste er. Deswegen hat er ja eigentlich nur noch auf Joyboy gewartet. So, und King, sein erster Kommandant, mit dem er auch sehr eng verknüpft ist, also beziehungsweise ich glaube, King ist die einzige Vertrauensperson, die er wirklich hat in dieser Welt noch so, mit der er redet auch über andere Themen. Das haben wir in den Flashbacks gesehen. Kings letzter Gedanke vor seinem Vernichten war nochmal ein Flashback mit Kaido und andersrum war es genauso. Kaido hatte ein Flashback mit King noch kurz bevor seiner Vernichtung. Und ich glaube, allein schon aufgrund von King hat er auch auf Joyboy gewartet, denn King, das haben wir auch im letzten Kapitel erfahren, wartet auch auf jemanden. Wahrscheinlich auch auf Joyboy, wie es Kaido gesagt hat, weil der ja auch von so einer komischen Lunaria-Feuerrasse ist und der Sonnengott Nika gerade mit der Sonne wahrscheinlich eng verknüpft ist mit dieser Rasse. Und deswegen ist es jetzt natürlich sehr interessant, wie Kaido jetzt reagieren würde, wenn er jetzt vor Ruffy steht. Wie würde er zu ihm reden? Was würde er sagen? Was macht er denn jetzt, wenn er vor ihm ist? Denn jetzt hat er die Bestätigung, die Erkenntnis, er ist Joyboy. Ruffy ist Joyboy. Er weiß es. Denn er hat ihn jetzt besiegt. Das kann man sagen. Er wurde jetzt mehr oder weniger mehrere Kilometer in die Erde reingedrückt. So, und ich habe natürlich auch meine Anime-YouTube-Kollegen gefragt, was die so denken. Wie geht's jetzt mit Kaido weiter? Und genau das frage ich euch natürlich jetzt auch. Schreibt es mal unbedingt in die Kommentare, wie ihr das jetzt seht mit Kaido. Denn es war noch nie so interessant, meiner Meinung nach, über den Verlauf eines weiteren Charakters zu sprechen, denn bei den beiden, bei Kaido und auch bei Big Mom, ist das ein bisschen aussichtslos. Die CP0 oder die Marine kann die nicht einfach jetzt mitnehmen. Die CP0, die Weltregierungsschiffe, sind da. Theoretisch könnte man sagen, ja, die kommen jetzt Seesteinketten um Kaido und um Big Mom, King und Queen auch und dann ab nach Impel Down. Aber ich sag's euch, wie es ist, das bringt nicht viel. Wir haben zwar bei Big Mom gesehen, dass die Seesteinketten ein bisschen was gebracht haben, so, aber Kaido hat sich damals extra immer gefangen nehmen lassen, um sich voll zu fressen und so. Der wurde schon so oft gefangen genommen, aber die Weltregierung schafft es halt nicht, den festzuhalten. Das war nie so und das wird auch diesmal nicht der Fall sein und es kann auch nicht so gelöst werden, dass einfach alle Feinde von Ruffy in Impel Down am Ende landen. Das wäre auch ein bisschen lame und das wird auch nicht passieren. Deswegen, dass die Marine oder die Weltregierung die jetzt mitnehmen, macht für mich nicht so viel Sinn. So, dann haben wir noch die Theorie, dass natürlich eine Drittpartei auftaucht, wie zum Beispiel Shanks oder Blackbeard oder so. Das ist natürlich jetzt extrem krass und random und damit kann man eigentlich gar nicht rechnen. Also, dass Shanks noch auftaucht jetzt am Ende von Wano, das glaube ich schon. Und es wäre eine Option, dass dieser dann die beiden mitnimmt, weil er kann sie vielleicht auch ein bisschen jetzt klein halten, weil ich glaube, dass Kaido und Big Mom auch ein bisschen Respekt vor Shanks haben und gerade nach diesen Kämpfen, die sie auch durchgemacht haben, würden sie sich, glaube ich, das ein oder andere von Shanks mit seiner Crew, mit Ben Beckmann und so, Lucky Roo, das darf man auch nicht vergessen, wenn die da auftauchen, frisch regeneriert an der Küste von Wano, dass die dann vielleicht auch klein beigeben würden. Aber was wäre denn das Schicksal von Kaido und Big Mom? Dass sie zusammen im Exil irgendwo leben, auf einer einsamen Insel oder dass Kaido mit nach Whole Cake Island kommt und da weiterlebt mit Big Mom? Kann ich mir alles nicht vorstellen, beim besten Willen. Da ja auch Kaido mit King noch ist
und ich glaube auch mit King bleibt. Die Frage ist halt, wie ist jetzt der Wille von Kaido? Ist der Wille jetzt schon gebrochen, weil er besiegt wurde, weil er gesehen hat, dass Joy Boy da ist, dass er besiegt wurde? Eigentlich hat er ja darauf gewartet und wollte das. Deswegen ist sein Wille jetzt gebrochen? Ich kann es mir schwer vorstellen, weil er wollte ja auch irgendwie besiegt werden. Deswegen, eigentlich ist dieser Gedanke, ich finde den zwar auch maximal absurd und es wird auch nicht funktionieren, aber dieser Gedanke, dass Kaido jetzt da rauskommt, irgendwie irgendwann jetzt demnächst und sich Joy Boy Ruffy einfach beugt. Das klingt zwar jetzt erstmal krass und es wird auch nicht passieren, aber nach all dem, was ich einfach rausschließen kann aus dem Kaido-Flashback, aus dem, wie es theoretisch für den Charakter Kaido Sinn macht, ist das eigentlich mit einer anderen Lösung noch die sinnvollste. Dass er sich jetzt wirklich einfach, ich will nicht sagen, sein Haupt neigt und sich verbeugt vor Ruffy so mäßig, das ist ein bisschen übertrieben, aber dass er sagt, er wird auch an der Seite von Joy Boy kämpfen, weil Joy Boy vielleicht genau der ist, auf den er und auch King gewartet haben, weil Joy Boy dann der ist, der die Weltregierung stürzt und so, und vielleicht wissen die das auch schon. Aber natürlich könnte Oda das nicht machen. Kaido, ein Charakter, der wahrscheinlich hunderte, wenn nicht tausende unschuldige Leben auf dem Gewissen hat, der dort Wano Kuni ins Unheil gestürzt hat, der die neun roten Schwertscheiden da fast umgebracht hat oder umgebracht hat, Arm abgeschnitten von Kiku und alles. Das ist Quatsch. Das kann Oda nicht irgendwie für uns plausibel erklären und das wird auch nicht so sein. Da kann Ruffy selbst auch kein Auge zudrücken. Auch wenn man sagen könnte, okay, bei Crocodile in Impel Down, der hat ihn ja auch geholfen und der war ja auch der Tyrann von Alabasta und so. Das war ja natürlich auch eigentlich ein Beispiel, was man so nehmen könnte. Aber bei Kaido ist das, glaube ich, nochmal ein bisschen krasser. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Kaido sich Ruffy anschließt in diesem Sinne. Auf der anderen Seite wäre es irgendwie auch geil, wenn Kaido an der Seite von Ruffy kämpft im allerletzten Krieg. Wie krass wäre das? So, das eine ist ja auch noch, dass Kaido gerade durch die Insel Wano fliegt. Er fliegt ja gerade mitten durch die Insel. Er ist ja noch gerade gefühlt mit 500 km/h Richtung Erdkern unterwegs, weil Ruffy ihn ja so doll weggeprügelt hat. Und deswegen, erstmal warten wir ab, bis dieser Flug von Kaido, sag ich mal, vorbei ist. Das werden wir im nächsten Chapter höchstwahrscheinlich sehen, wo er dann ankommt. Ob er vielleicht unten beim Hafen ankommt bei Wano, weil er, wie gesagt, die Insel von Wano ist ja vom Querschnitt ein bisschen anders. Die ist ja ein bisschen hochgelegen. Es könnte sein, dass er vielleicht jetzt auch durch die Insel ins Wasser fällt und dann im Wasser letztendlich stirbt. Und so hätte Ruffy theoretisch seinen ersten Kill, wenn man das so sagen kann. Seinen allerersten Kill in One Piece von einem Charakter Kaido, der nur gewartet hat darauf, dass er stirbt, dass er von Joy Boy vernichtet wird. Und es wäre eigentlich die beste Option, meiner Meinung nach, wenn Kaido wirklich stirbt. Ob jetzt Ruffy ihn tötet? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass Ruffy bis zum Ende von One Piece irgendjemanden umbringt. Ich glaube jetzt auch Kaido nicht. Aber trotzdem muss man sich die Insel mal reinziehen und wenn Kaido jetzt durch die Insel fliegt, dann ist natürlich unter der Insel irgendwann das Meer. Wasser, wo er drin landen würde und als Teufelsrohrnutzer würde er da sich nicht mehr bewegen können. Er ist auch kein Fischmensch, kann auch nicht atmen unter Wasser wie Jack. Er würde darunter einfach ertrinken und sterben. Theoretisch. Eine andere Option ist, dass er jetzt auch nur darauf gewartet hat und sich jetzt demnächst irgendwie wirklich selber umbringt. Mit einem wirklichen Versuch, wo er vielleicht wirklich dann auch selber einfach ins Wasser springt oder so. Wer weiß, ich könnte mir das vorstellen. Er wollte sich zwar vorher immer umbringen und so, das Selbstmord ist sein Hobby und so, so wurde er vorgestellt, Kaido. Ist aber irgendwie auf der Insel gelandet, nicht im Wasser. Was aber vielleicht damit zusammenhängt, weil er vielleicht im Unterbewusstsein oder im Bewusstsein halt insgeheim noch auf die Rückkehr von Joy Boy gewartet hat und deswegen sich nicht wirklich endgültig umbringen wollte. Deswegen, vielleicht würde er sich selber umbringen, dass jetzt jemand ihn killt wie Zorro oder so, diese ZKK-Theorie oder dass jetzt noch die Weltregierung ihn umbringt da auf kurz und knapp noch, das glaube ich irgendwie auch nicht. Deswegen, es ist zurzeit einfach sowas von interessant. Ihr schreibt jetzt mal in die Kommentare, was ihr denkt. Würde er sich jetzt Joy Boy Ruffy beugen? Würde er mit Big Mom ins Exil fliegen? Werden sie gefangen genommen, Seesteinketten mumifiziert sozusagen? Oder werden sie sich umbringen, ins Wasser springen oder irgendwas? Was passiert jetzt? Bei Big Mom glaube ich eher, dass sie sich verpisst auf Whole Cake Island und dann einfach durchzieht. Bei Kaido ist das wiederum ein bisschen anders, weil der sehr depressiv ist, sich sowieso umbringen wollte, nur darauf gewartet hat, dass er hier besiegt wird. Deswegen ist eigentlich Kaido als Charakter auch abgeschlossen. Er war als kleiner Junge schon der unantastbare Überkrieger, der nie besiegt werden konnte und hat sein ganzes Leben eigentlich nur darauf gewartet. Und jetzt ist es passiert. So, schreibt eure Meinung in die Kommentare. Vielen Dank für CyberGhost, für Sponsor dieses Video und wir sehen uns beim nächsten Video. Ich bin erstmal raus, wünsche euch einen wunderschönen Tag, haut rein, ciao, tschüss, euer Theo.